Ihre Erfahrungen bei der Weinverkostung und der Weinqualität? Also ich war schon immer begeistert, aber heuer ganz besonders. Es gibt hervorragende Tropfen und was mich so positiv stimmt, viele junge, hervorragende Winzer, die hier ihre Weine präsentieren. Ich habe selbst schon einige eingekauft. Sie sind wirklich sehr, sehr gut. Warum werden die Weine Ihrer Meinung nach immer besser? Weil natürlich die Feinfühligkeit mit den Weinstöcken ganz besonders hervorgehoben wird und diese jungen Winzerinnen und Winzer hier ganz besonders Acht nehmen, wie sie ihre Trauben lesen, wie sie sie dann bearbeiten und wie sie ihn füllen, den Wein, bis vor er uns kredenzt wird. Das heißt, gibt es neue Techniken oder werden Traditionen übernommen und mit neuen Techniken verwoben? Nein, ich glaube, fast weniger ist wieder mehr. Man achtet einfach auf die Traube, dass man sie richtig und vorsichtig behandelt. Und der Geschmack der Weintrinker, hat sich der geändert im Laufe der Zeit? Ja, wir sind sehr froh, dass wir damals unseren Weinskandal gehabt haben in Österreich. Ich glaube, ab diesem Zeitpunkt ist es bergauf gegangen mit unseren Weinen. Also wir sollten unser strenges Weingesetz auf jeden Fall behalten und nicht verwässern. Der Meinung, es ist sicherlich in Ordnung zum Wohle unserer Österreicherinnen und Österreicher. Vielen Dank. Danke.